Herzlich willkommen zu den Studiogesprächen hier in der KM, heute mit Marcel Odenbach. Marcel Odenbach Hallo, studierte Architektur und Kunstgeschichte, bevor er 76 begann, mit Video zu experimentieren. Er gilt als Pionier der Videokunst. Seine Filme und Installationen sind in zahlreichen Sammlungen weltweit vertreten. Es sind gesellschaftliche sowie zeitgeschichtliche Themen, die Odenbach in seinem Werk behandelt. Dabei bedient er sich dokumentarischem Bildmaterial, Found Footage oder recherchiertem Archivmaterial, das er selbst produzierten Bildern gegenüberstellt. So stehen in seinen Videos immer öffentliche Bilder gegenüber von privaten. Dabei bleiben diese Collagen immer subversiv und subtil. Seit 92 war er Professor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und hier an der KM in Köln. Seit 2010 ist er Professor für Film und Video an der Düsseldorfer Kunstakademie. Hallo Marcel. Hallo Olli, muss ich mir direkt die Brille anziehen, wo du so viele wichtige Dinge über mich gesagt hast. Genau. Du hast Architektur und Kunstgeschichte studiert. Gab es zu Beginn deines Studiums schon so die Ahnung, dass du Künstler werden wolltest, oder war das da noch in weiter Ferne? Nee, das war eigentlich sogar ganz nah dran. Durch einen Zufall bin ich sehr stark oder sehr früh, schon mit 17, 18, zu einem Galeriebesucher geworden. Und das ist ja eine Zeit gewesen, in der Köln damals wirklich sozusagen das Zentrum war für zeitgenössische Kunst. Und das fand ich einfach ganz toll. Da war ich bei Einhein Rewelski, das war eine Galerie hinterm Bahnhof. Und da habe ich die ersten Performances, da habe ich gesehen, wie Vostell seinen Wagen in Beton gegossen hat. Da habe ich Dieter Roth gesehen und Beuys gesehen. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, sowas will ich kaufen. Das kam natürlich überhaupt nicht in Frage, das ist ganz klar. Aber da ist sozusagen der Zünder sozusagen für mich, für Kunst zu interessieren. Und dann habe ich während meiner Schulzeit schon angefangen, Geld zu verdienen, indem ich in Galerien, zwar also auf die Galerien aufgepasst habe und dort gearbeitet habe. Und das war die erste Galerie, in der ich gearbeitet habe, war Galerie Ricke, Rolf Ricke, der damals noch in Köln war. Aber dann trotzdem Studium der Architektur und Kunstgeschichte, nicht direkt freie Kunst? Na, ich war halt so ein bisschen, glaube ich, schneller, als die Akademien damals in Deutschland waren. Also das war ja noch eine Zeit, in der die Kunstvermittlung verhältnismäßig konservativ war in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern, also in Kanada zum Beispiel oder in Amerika oder Holland, war ja schon die Videokunst oder Performance schon sehr viel, also etablierter ist das falsche Wort, aber es gab Dinge, um die dort aufzuführen und zu zeigen. Und Deutschland war doch zu der Zeit, obwohl es natürlich schon Beuys gab, doch sehr stark noch von Malerei geprägt. Mhm. Also mir war damals eigentlich ganz klar, ich bin 74, dann habe ich das Abitur gemacht, bin dann nach Amerika gegangen, habe ein bisschen bei René Bloch ausgeholfen, habe dort Shigeko Kubota und Pai kennengelernt. Und eigentlich war mir das in Deutschland auf eine Kunstakademie zu gehen, zu spießig. Und ich wollte eigentlich sozusagen was anderes machen. Und dann war es natürlich auch die einfachste Möglichkeit, von meinen Eltern Geld zu bekommen für ein Studium, weil mein Vater, das ist ja noch eine Zeit gewesen, nicht wie heutzutage, heute sagen die Eltern den Kindern, werde Künstler, da verdienst du viel Geld und kannst berühmt werden. Zu der Zeit, Anfang der 70er Jahre, war das noch umgekehrt, da war natürlich sozusagen Künstler werden die brotlose Kunst. Ne? Mhm. Deine Eltern hätten das auf jeden Fall nicht unterstützt, wenn du gesagt hättest, ich gehe jetzt Kunst studieren? Oder? Mit der Kunstgeschichte war ja schon mal die Richtung so ein bisschen. Ja, da war die Richtung da. Vielleicht war das auch ein bisschen selbst, also noch so ein bisschen schnuppern. Aber ich glaube auch, dass Amerika mich so stark oder die Konzeptkunst Anfang der 70er Jahre und eben Video, weil Rolf Ricke damals mit Ursula Wefers die Galerie hatte. Das war die Witwe von Wefer, also vom Gerry Schum. Und da habe ich natürlich sehr, sehr stark bin ich mit Video konfrontiert worden und fand das eigentlich damals das zeitgemäße Medium. Und das wollte ich machen. Und dafür gab es natürlich in Deutschland im Besonderen überhaupt keine Ausbildung. Das heißt, da die Entscheidung, irgendwann mit Video zu arbeiten, ist nicht plötzlich im Studium gefallen, sondern es war immer schon quasi das Medium, was dich am meisten interessiert hat dann. Ja, das hat mich eigentlich direkt am meisten interessiert. Ich habe zwar parallel auch immer gezeichnet, weil die Leute dann mich jetzt sehr oft fragen,
wie ich plötzlich zu den Collagen komme. Also ich habe immer parallel gearbeitet, auf der einen Seite die Zeichnung, aber Video war eigentlich sozusagen meine Vision von meinem Ausdruck, zeitgenössische Kunst zu machen. Welche Themen hast du dann da behandelt? Hast du dann auch spezifische Themen behandelt, die du eben nur mit Video umsetzen konntest? Oder? Also interessanterweise ist es dann auch so gewesen, dass ich wiederum durch das Studium dann nochmal mit Video konfrontiert wurde. Ich habe dann sehr schnell mich nach einem Semester spezialisiert auf Städteplanung und dort wurde interessanterweise schon mit Video gearbeitet. Also in Aachen gab es schon Videogeräte und zwar hatte das sehr stark was mit der Stadtentwicklung zu tun und Sozialisierung. Und da war Bologna für in den 70er Jahren ein großes Beispiel für die Sanierung der Altstadt. Und die hatten eben, das war damals eine kommunistische Regierung, eine Stadtregierung, und die hatten halt für die Bevölkerung das erste private Stadtteilfernsehen gegründet. Mhm. Und das war so ein bisschen, war natürlich in der Zeit, das war die Zeit von Baudrillard, das war die Zeit nach der Studentenbewegung. Also da war natürlich das Studium auch sehr stark politisiert. Und da habe ich sozusagen die Idee des eigenen Fernsehens sehr stark in meinem Studium gefördert. Ist das denn, waren das dann die Sachen, die du dann gemacht hast? Hast du die auch schon dahingehend gemacht, dass du wusstest, die werden irgendwo gezeigt? Oder gab es da überhaupt einen Markt für oder Leute, die das in Galerien ausstellen wollten? Oder war dieser Gedanke gar nicht da? Also eigentlich war für mich das Fernsehen in Anführungsstrichen oder sozusagen das selbstproduzierte Fernsehen, was wir ja dann etwas später Ulrike Rosenbach und Klaus von Bruch erst mit ATV, also Alternativtelevision, und später mit den Videorebellen, wie wir uns genannt haben, auch versucht haben zu realisieren. Eigentlich war der Kasten das Objekt für mich das sehr viel interessantere Forum, wie zum Beispiel das Museum. Auf der anderen Seite war es natürlich auch klar, dass Galerien sich in dem Sinne überhaupt nicht in Deutschland quasi so intensiv für Video interessiert haben, weil es natürlich auch zu dieser Zeit sehr schwierig war zu vermarkten. Dann waren die Geräte sehr teuer, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und das andere war, dass ich würde schon sagen, im Speziellen eben auch Europa, doch sehr stark noch von Malerei und Skulptur geprägt waren. Also ich eigentlich sehr schnell verstanden habe, dass ich eigentlich raus wollte aus diesem kommerziellen oder konservativen Kunstbetrieb. War das denn für dich, was du gemacht hast, dann Kunst oder war das politische Aktion? Oder ach, das war mir eigentlich egal damals. Da habe ich mir eigentlich gar nicht so sehr viel Gedanken drüber gemacht. Das war ja natürlich auch eine Zeit, da gab es parallel ja dann schon Performances und Aktionen. Also ich glaube, da ging es auch sehr stark um sozusagen das Abstecken. Inwieweit kann ich gehen? Es ist natürlich richtig, dass es bei Veranstaltungen, die damals über Video gingen, da kann ich mich noch an sehr viele Podiumsdiskussionen erinnern, das ist aber sehr stark auch parallel zum Beispiel mit der Fotografie im selben Maße passiert, dass das Publikum gesagt hat, ja, das ist ja gar keine Kunst. Das kann ja keine Kunst sein, weil da brauche ich ja Zeit, da brauche ich Muße und ein Bild erfasse ich ganz anders und rezipiere ganz anders wie Video. Aber das ist eigentlich ja auch sehr lange, hat es ja gedauert, bis so zum Beispiel die Fotografie auch Einzug als offizielle Kunstrichtung gefunden hat. Aber euer erster Piratensender, der hatte doch eine Reichweite von wenigen hundert Metern, habe ich gesehen. Das war der Blog. Blog, genau. Sozusagen. Ja, also ich meine, das ist ja aber auch interessant. Heutzutage könnte man das ja gar nicht mehr machen. Also heutzutage würde man sich strafbar machen, das ist Nummer eins. Und heutzutage wird natürlich der Sender keiner finden, weil damals musste man ja die Sender noch mit einem Knopf suchen. Und da war natürlich unser Reiz sozusagen, dass dann die spießigen Nachbarn um uns herum, um die Venloer Straße, quasi durch Zufall Klaus von Bruch oder Kraftwerk oder mich während einer Performance sehen würden.
Kannst du die Medienlandschaft, das ist ja dann gerade vielleicht auch für Studenten dieser Schule schwer nachzuvollziehen, wie das damals aussah? Es gab ja wirklich nur drei Sender. Und es gab drei Sender, genau. Aber das dritte Programm war ja mal Versuchsprogramm, aber das war in den 80ern, glaube ich, auch schon vorbei. Ne? Also die waren ja mal experimenteller. So sehr richtig, genau. Also da war, ich meine, es war natürlich auch, also da hatte Fernsehen ja noch wirklich auch die Aufgabe der Bildung, würde ich sagen, weniger der Unterhaltung als mehr der Bildung. Und das hat natürlich uns sehr stark geprägt. Also das hat natürlich auch die Arbeiten, die ich damals als Video gemacht habe, definitiv geprägt, weil ich natürlich das Fernsehen von damals reflektiert habe. Und da, was ich immer sehr interessant finde, ich habe sehr früh angefangen, es gab Jahresrückblicke damals, ich weiß gar nicht mehr, ob es das jetzt immer noch gibt. Und die habe ich gesammelt in 70er Jahren und 80er Jahren, 90er Jahren. Und es ist unglaublich zu sehen, wenn man sich die ansieht, kann man wirklich genau ablesen, wie sich die Fernsehkultur und Landschaft bei uns verändert hat. Also wenn man einen Jahresrückblick aus den 60er und 70er Jahren sieht, dann sieht man teilweise unkommentierte Szenen von 10 Minuten an einem Stück, wo wirklich in Angola Leute abgeknallt werden mit der Maschinenpistole, was heutzutage ein Unding wäre, sowas unkommentiert überhaupt im Fernsehen zu zeigen. Es gibt ja immer diese No-Comment-Sachen, NTV oder ich weiß nicht, wo es das gibt. Also es gibt teilweise so ein paar Sender, die das noch genau, machen. Aber, genau, aber nicht zum Beispiel als Jahresrückblick. Nee. Du hast eben schon gesagt, es war teuer, die Gerätschaften zu bekommen. Wie stellt man sich das vor? Wie war deine wirtschaftliche Lage so nach dem Studium, wenn du dich dann hauptsächlich mit Video und diesen Dingen beschäftigt hast, die ja noch keinen Markt hatten oder in dem Sinne? Naja, ich hatte das Glück, das Studium wurde vom Papa bezahlt. Das ist Nummer eins. Dann war es natürlich auch sehr viel billiger als heutzutage. Also ich hatte eine Wohnung, eine Dreizimmerwohnung für 120 D-Mark und kriegte damals 500 D-Mark, was sehr viel war. Aber das Videogerät habe ich mir halt zusammengespart. Ich sage das mal jetzt so, ich habe gearbeitet, dann habe ich das Glück gehabt, dass es einen Sammler gab in Köln, der Polke und Bute gesammelt hat und der dann plötzlich mich als Zeichner entdeckte. Jürgen Klauke hat ja mit Rudolf Bonvi damals eine Kunstzeitschrift gegründet, die hieß Kunststoff und hat in der zweiten Nummer mir 10 oder 15 Seiten zur Verfügung gestellt. Und das hat wiederum jemand gesehen und dann gab es die erste Ausstellung. Und der hat dann 40 Zeichnungen von mir gekauft und mit dem Geld und dem Gesparten und Großeltern und Weihnachten, wie das früher noch so ging, habe ich mir dann das erste Videogerät gekauft und das hat 5.000 D-Mark gekostet und ich erwähne das immer so gerne, das war ein offen, open wheel, Halbzoll, schwarz-weiß Gerät, wo man das Band noch so mit den Fingern reinlegen musste. Da kostete die Kassette noch 60 D-Mark. Das heißt, es gibt sehr viele Arbeiten eben nicht mehr von mir, weil man die natürlich ständig immer wieder überspielt hat, um Geld zu sparen. Und VW Käfer kostete 8.000 D-Mark. Also das mal natürlich nur 1.200er, aber um das mal in Relation zu setzen. Und interessanterweise war das auch, so viel ich das damals recherchiert hat, exakt das identische Gerät, das auch die Bader-Meinhof-Gruppe für die Schleierentführung benutzt hat. ist natürlich damals war es natürlich was Besonderes, da gab es drei Programme und da gab es eben plötzlich noch ein anderes Programm, Piratensender, was gesendet hat. Heute ist ja durch YouTube, es senden ja viel mehr Leute jetzt als Empfang, als die empfangen vielleicht. Es hat ja vielleicht auch zu so einer Demokratisierung von Bildern geführt. Aber wie war das damals? War das dann nur, um den blöden Nachbarn zu erwischen oder gab es auch Leute, die gezielt nach euch gesucht haben und geguckt haben? Oder waren diese Inhalte, für wen waren die dann letztendlich? Naja, also ja, also auf der einen Seite war es natürlich so ein bisschen ein Jungenstreik, also sage ich jetzt mal so, dass man Leute damit ein bisschen schockieren wollte und ärgern wollte. Aber es gab parallel dann auch immer Abende, zu denen Klaus von Bruch und Ulrike Rosenbach eingeladen haben in der Fendorstraße Straße. Und da konnten Leute hinkommen und sich die Sachen angucken. Und da wurden eben auch andere Künstler eingeladen, die dort ihre Arbeiten zeigen konnten. Also zum Beispiel auch Kraftwerk hat da mal Arbeiten, Videos gezeigt. Oder Ernst Mitzka und ich weiß jetzt gar nicht, wer da alles noch dabei war. Also das hatte gleichzeitig, war das eine öffentliche Veranstaltung, wie so ein Privatkino, wo jeder hinkommen würde. Und das wurde aber dann gleichzeitig auch in die Nachbarschaft ausgestrahlt.
Nochmal zu den Themen. Du hast eben gesagt, ihr habt auch ein bisschen das... Entschuldige, dass ich da jetzt nochmal unterbreche. Das ist natürlich auch nie so gewesen, dass man das wirklich zu sehr öffentlich machen konnte, weil man darf natürlich nicht vergessen, dass man sich natürlich jetzt nicht, weil man einen Sender gebaut hat und es da Rechteprobleme gab, wie heutzutage, sondern es war natürlich auch eine Zeit, das darf man nicht vergessen, in 77, 78, wo man ununterbrochen angehalten wurde mit dem Auto, wo man ständig seinen Pass zeigen musste, wo man ständig kontrolliert wurde, weil man darf nicht vergessen, Schleyer ist in Köln entführt worden. Das heißt, und dann plötzlich gab es auch wahrscheinlich von den Geräten, die ich hatte, vielleicht nur 7 oder 8 in Deutschland. Also man hat sich natürlich auch zu sehr, wenn man das an die große Glocke gehangen hat, auch natürlich sehr stark sozusagen verdächtig gemacht. Du standst unter Beobachtung? Das weiß ich nicht. Also das will ich nicht behaupten. Also so weit ist es noch nicht. Vielleicht behaupte ich das mit 70. Aber nein, nein, das weiß ich nicht. Das kann ja sein. Mhm. Wer weiß. Du hast eben schon die Themen angesprochen. Du hast gesagt, ihr Fernsehen reflektiert oder das Fernsehprogramm vielleicht reflektiert. Aber es ging ja auch viel so um Eigen- und Fremdwahrnehmung, ne? in den Arbeiten. Ja. Das hat ja nachher, ist das so ein bisschen in den 80ern, ist das so ein bisschen... geschichtlicher geworden, sag ich mal. Es ging so um Ausblenden von bestimmten Sachen. Also die Themen haben sich geändert. War das bewusst oder war das einfach eine andere Reflexion, ein anderer Umgang mit naja, dem, was du gemacht hast? Das hat natürlich mehrere Gründe, würde ich sagen. Der erste Grund ist natürlich, die technischen Möglichkeiten haben sich natürlich gerade besonders zwischen 70er und 80er Jahre enorm verändert. Also ich werde nie vergessen, wie ich dann die erste Möglichkeit hatte bei Ingrid Oppenheim, die ein Videostudio gegründet hatte. Die hat ihre Galerie geschlossen und hat gesagt, ich stelle meine Geräte sozusagen zur Verfügung für Künstler, die dort produzieren können. Da hatte ich die erste Mal die Möglichkeit, mit Farbe zu arbeiten. Das war natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis. Dann konnte man plötzlich schneiden, dann konnte man plötzlich Bilder manipulieren, verändern. Ich glaube definitiv, dass mich das ganz stark geprägt hat. Das ist ganz klar. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, Fernsehen hat sich gerade Anfang der 80er Jahre ganz stark verändert. Es kam dann RTL, glaube ich, war die erste private Fernsehstation, in die wir natürlich große Hoffnungen gesetzt hatten. Wir hatten natürlich so ein bisschen, ich sage das jetzt mal zynisch, nicht erwartet, aber vielleicht gehofft, dass RTL sagt, oh, Sie haben ja schon mal so schön Fernsehen gemacht, warum kommen Sie nicht zu uns und machen jetzt ein bisschen weiter Fernsehen? Nein, wir haben natürlich schon so ein bisschen gehofft, dass das Privatfernsehen eigentlich die öffentlichen Fernsehanstalten reflektiert und aufbricht und sind dann natürlich sehr stark dann enttäuscht worden, weil die privaten Fernsehstationen haben ja dann eigentlich im Grunde genommen das Fernsehen noch mehr kommerzialisiert als die anderen Fernsehstationen. Das ist definitiv ein Grund gewesen. Und dann der andere Grund ist gewesen, dann hat sich natürlich für mich sehr stark die Welt geöffnet. Das heißt, ich bin eingeladen worden nach Amerika, nach Kanada. Wir haben Touren gemacht durchs Goethe-Institut. Und da gab es eben sehr viel mehr die Möglichkeit, dass Künstler eben auch eingeladen wurden, fürs Fernsehen zu produzieren. Und das hat mich natürlich definitiv auch ganz stark geprägt und verändert in meiner Thematik. Ja, du hast dich dann auch verstärkt wirklich auch mit deutscher Geschichte auseinandergesetzt. Genau. Oder um Erinnerungen und sowas. Hing das alles damit zusammen oder gab es da auch, kommst du aus einer Generation, wo vielleicht dann zu Hause auch eben gerade über diese Dinge nicht gesprochen wurde und das wurde dir dann bewusst oder kann man das nicht so pauschal? Naja, ich komme ja aus einem ganz komischen Zuhause. Also sage ich jetzt mal, ich bin 53 geboren und fand das, also erstmal hatte ich diesen komischen Namen, das klingt jetzt normal, aber ich meine, man muss davon ausgehen, dass in 50er Jahren und 60er Jahren kein Kind in Deutschland Marcel hieß und keiner das auch aussprechen konnte. Und mein Vater ist halt in Holland geboren und mein Großvater in Paris und mein Urgroßvater hat in Konstantinopel gelebt und so. Und meine mütterlicherseits ist halb belgisch gewesen. Also eigentlich bin ich ständig mit einer Geschichte konfrontiert worden, die eigentlich gar nicht so sehr meine familiäre und meine eigene war. Und das hat mich dann schon eigentlich gefragt, ein bisschen... Also das habe ich ganz bewusst in meinen Arbeiten dann auch konfrontiert, was heißt das, deutsch zu sein und was heißt das, sozusagen über die eigene Identität zu arbeiten. Aber das hat mich natürlich auch ganz anders sozusagen auf
die Aufarbeitung der deutschen Geschichte schauen lassen. Aber das ist natürlich richtig, auch bei uns zu Hause wurde eigentlich sehr wenig, da wurde eigentlich fast überhaupt nicht darüber gesprochen. Und eigentlich habe ich das dann in den 70er Jahren durch Reisen ins Ausland und nach Amerika mir selbst erarbeitet. Ne? Und dann kam ja erst der große Aufbruch, kam ja quasi dann nicht, also medial durch die Serie Holocaust, das Schicksal der Familie Weiß. Es fällt halt nur auf, dass du sehr schnell in deinen Arbeiten immer direkt Geschichte, die gerade passiert, reflektierst. Also du hast ganz 1990 schon über den Mauerfall gearbeitet. Ne? Ist es dann möglich, eigentlich so schnell schon eine Reflexion stattfinden zu lassen? Also verstehst du durch deine Arbeiten die Welt oder reflektierst du die Welt durch deine Arbeiten? Naja, also meine großen Themen sind eigentlich immer alle autobiografisch. Also ich habe das eben ein bisschen angesprochen. Es gibt dann auch zum Beispiel eine jüdische Seite in der Familie. Da wurde nie drüber gesprochen. Da wurde nie drüber gesprochen, warum die nach Amerika ausgewandert sind oder ausgereist sind. Dann gibt es eine belgische Seite. Da wusste ich, da kriegte ich immer Mitbringsel aus dem Kongo mitgebracht. Da wurde nicht einmal gefragt, was haben die eigentlich im Kongo gemacht und so weiter. Also auch meine Afrika-Leidenschaft ist eigentlich schon sehr stark durch meine Kindheit geprägt gewesen. Also auch zum Beispiel die Idee oder überhaupt dieses sehr direkte und sofortige Arbeiten über die Maueröffnung hat eigentlich auch eine sehr persönliche Erfahrung, weil ich war am 9. November zufällig in Leipzig und habe halt die Öffnung der Mauer als falscher DDR-Bürger miterlebt. Also ich bin dann über 3 Tage sozusagen in den Westen gefahren mit anderen DDR-Bürgern, obwohl ich ja eigentlich aus dem Westen kam und alle standen da mit Flaggen und haben gesagt, hier, herzlich willkommen. Und so, also das sind dann doch so Momente, die, glaube ich, dann auch genauso wichtig sind, wie natürlich das Erkennen, dass das natürlich wichtige Themen sind. Und wir wissen natürlich jetzt nochmal, ich habe es natürlich auch in Frage gestellt. Ich meine, für mich, für uns damals in den 70er Jahren hat natürlich die DDR oder das andere Deutschland oder Ostdeutschland und die Anerkennung Ostdeutschland als Land eine unglaublich große Rolle gespielt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind ja auch ganz stark davon geprägt gewesen, dass wir natürlich schon auch die falsche Information darüber bekommen haben. Ne? Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, wie ich das erste Mal in Paris war, mir einen Mao Zedong-Anzug gekauft habe und mit dem ein Jahr lang rumgerannt bin, da wusste ich natürlich nicht, was der alles wirklich verbrochen hat, unter anderem. Das heißt, so ähnlich ist natürlich auch, und wir sind schon natürlich sehr oft nach Ostdeutschland gefahren, also besonders nach Ost-Berlin. Das andere war ja sehr viel problematischer und haben dann dort eben Bücher gekauft und haben uns das angesehen. Ich habe 1976 oder 77 eine Ausstellung gemacht in Ostdeutschland beim Jürgen Schweinebraten, habe da eine Performance gemacht, bin dann an der Grenze verhaftet worden. Also da sind natürlich sehr viele Dinge quasi vorher passiert, bevor ich überhaupt darüber gearbeitet habe. Das ist ganz klar. Das ist interessant. Das ist eigentlich so, ich kenne es nur aus der Popkultur, aus der deutschen Popkultur. Da wurde sehr schnell mit der Hamburger Schule oder Bands aus Hamburg eben auf diesen Mauerfall reagiert, eben auf diesen plötzlich ein Nationalismus, der da auftauchte, da gab es T-Shirts, Hals, Maul, Deutschland und sowas, das kam sehr schnell. Und in der Kunst war es eigentlich immer ein bisschen verzögert, oder warst du wirklich sehr flott dabei? Wie mit Afrika, jetzt reden alle über Afrika. Und 90er Jahre wollte ich eine Ausstellung über afrikanische Videokünstler machen, da haben mir alle gesagt, ja, können die überhaupt Video machen? In stillen Teichen lauern Krokodile, das hast du öfters als eine der wichtigsten Arbeiten bezeichnet. Kannst du sagen, warum? Also wenn man das jetzt kurz fassen kann. Weil du hattest ja vorher auch schon über Afrika gearbeitet, aber das ist ein zentrales Werk vielleicht? Naja, weil ich glaube, noch nie, eben im Gegensatz zu den Arbeiten, die du erwähnt hast, ich so intensiv und so langatmig und lange an der Arbeit gearbeitet habe. Und ich habe 1994 das Glück gehabt, in New York im Archiv der UNO
zu recherchieren für eine Arbeit, die ich für die UNO fürs Jubiläum gemacht habe, 95. Und dort bin ich ständig mit dem Material konfrontiert worden. Und da habe ich eigentlich für mich persönlich den Entschluss gefasst, da möchte ich gerne mal was drüber machen. Weil es mich natürlich aus vielerlei Gründen ganz stark schockiert hat. Das natürlich im Besonderen auch als Deutscher, weil das natürlich unvorstellbar ist, dass so solche Dinge wie ein Genozid sich ständig immer wiederholen. Und im Gegensatz zu den anderen Arbeiten hat es dann eben ganz lange gedauert, bis es wirklich zu der Arbeit kam. Und deshalb ist die Arbeit für mich so wichtig, weil ich eigentlich nie an einer Arbeit fast 10 Jahre gearbeitet habe. Dann bin ich Anfang der 90er, Anfang der 1000er, 2000er, bin ich dann nach Ruanda gefahren. Dann, dort habe ich 2-3 Mal gedreht. Dann bin ich mit Friedrich Walker, einem Ex-Studenten von hier, dorthin gefahren, der die Kamera gemacht hat. Dann habe ich 29 Stunden Material gehabt und so. Also diese ganzen Prozesse haben die Arbeit ganz stark und mich ganz stark geprägt. Und ich glaube, das ist die Arbeit, in die ich sozusagen das meiste persönliche Herzblut, das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, gesteckt habe. Wenn du sagst, du hast 29 Stunden Material mitgebracht, du hast, glaube ich, 2 Jahre am Schnitt gearbeitet, genau. für die halbstündige 2-Kanal-Videoinstallation, richtig? Ne? Ja, aber das ist natürlich so ein bisschen Betrug gewesen, weil ja eigentlich dann 1 Stunde Material verarbeitet ist. Das ist ja eine 2-Kanal. Aber ich meine, also für mich als Filmemacher sind 2 Jahre für 1 Stunde sind ja wirklich paradiesische Verhältnisse eigentlich. Ne? Was macht den Unterschied eben dazu? Warum sitzt du an so einer Arbeit dann so lange? Also wo findet das Feintuning dann statt? Oder gibt es da auch verschiedene Versionen? Nee, es gab eigentlich gar nicht. Es gab natürlich verschiedene Version auf dem Papier, das ist ganz klar. Mhm. Es gab natürlich ein Drehbuch, bevor wir da hingefahren sind, definitiv. Das mussten wir umstellen. Friedrich wollte unbedingt auf 16 mm drehen. Das haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir das bleiben lassen konnten. Wir haben dann die 16 mm Kamera ein bisschen als Trick benutzt, weil je größer die Kamera, da versammeln sich dann die Kinder und die Leute. Und ich habe dann sozusagen die Videokamera benutzt, um dann wirklich zu drehen teilweise. Aber das sind natürlich alles Erfahrungen, die man vorher nicht hatte in solchen Ländern. Und dann gab es Probleme mit der Drehgenehmigung, sind wir quasi verhaftet worden, dann haben wir Drehverbot bekommen. Also wir haben da eben sehr viel auch erlebt, es war nicht so einfach, überhaupt die Arbeit herstellen zu können. Aber ich glaube einfach, dass das Thema extrem kompliziert war und ich während des Schnittes mehrere Male das Konzept umgeschmissen habe und mir eigentlich sehr schnell klar war, dass ich eben nicht Gewalt direkt zeigen wollte, sondern eigentlich nur indirekt quasi sozusagen das Thema bearbeiten will. Du arbeitest ja, wie gesagt, da habt ihr ja zum größten Teil selbst gedreht. Ja. Aber du arbeitest auch mit Archivmaterial. Wo liegen da die Unterschiede? Wie geht man unterschiedlich dann mit so einer Arbeit um? Also wenn du es selbst gedreht hast oder wenn es vorgefunden ist? Naja, was ich bei der Arbeit gemacht habe, das ist dann noch ein ganz neues Element gewesen. Ich habe dann sozusagen, früher habe ich ja quasi, sage ich jetzt mal so ganz einfach, man kann das ja sagen, selbst gedreht und der Rest war geklaut. Und das hat natürlich vielerlei Gründe gehabt, weil ich natürlich ganz stark, wie wir das eben schon angesprochen haben, auf der einen Seite Fernseh reflektiert hat. Also was heißt Nachricht, was heißt Berichterstattung, was bedeutet überhaupt ein Bild und inwieweit kann, ich habe ja auch als dritten Studiengang Semiotik studiert, also da hat mich natürlich ganz stark auch das Bild an sich und interessiert und die Symbolik des Bildes und die Symbolik der Aussage. Und dann war es natürlich auch die einfachste Möglichkeit. Also viele Dinge, die ich selbst nicht produzieren konnte in den 70er, 80er Jahren, habe ich gedacht, ja, warum soll ich das eigentlich selbst machen? Das gibt es ja schon, ich klaue das einfach. Und dann kam natürlich die große Zeit, das ist ja ganz schlimm geworden mittlerweile, der Rechte, man kann ja eigentlich überhaupt nichts mehr sozusagen übernehmen. Und dann habe ich Dinge halt eben nicht mehr geklaut, sondern nachgedreht. Und da gibt es eben diese
berühmte Szene, weil mich eben für diese Arbeit über Ruanda zwei Filme ganz stark beeinflusst haben oder die ich zitieren wollte. Das war einmal Persona von Ingmar Bergman und dann von Pasolini die Matthäus Passion. Und da habe ich eben diese erste ganze Anfangssequenz von Persona 1:1 nachgedreht, nur mit eigenen Materialien. Ich finde schon, dass es ein großer Unterschied ist. Und es gibt da natürlich auch eine Parallele in meinen großen Collagen, die ich ja jetzt mache. Und ich finde das schon einen Unterschied, woher man die Bilder nimmt und in welchem Kontext man vorgefundene Bilder und seine eigenen setzt, wenn man sie sozusagen miteinander verbindet. Und das Ähnliche, da gibt es ja nicht nur das Bild, sondern da ist ja bei mir genauso wichtig, und das passiert ja parallel zum Bild, der Ton. Bist du denn so, wenn du selbst gedrehte Bilder am Schneidetisch hast oder eben gefundene, ist es eine andere Art von Beziehung zu dem Material? Nee. Also schwingt beim Selbstgedrehten mehr Odenbach mit, als also ist bist du bei einem anderen Objektiv oder so? Oder kann man das gar nicht sagen? Nein, eigentlich nicht, weil die geklauten oder vorgefundenen oder zitierten Bilder sind dann auch meine. Also ich habe ja, es ist ja nicht so, dass ich sage, so, ich arbeite jetzt über Ruanda und jetzt gehe ich ins Archiv und suche mir Materialien über den Genozid in Ruanda. Sondern bei mir passiert das anders, ich sammle Material und habe ein sehr großes Archiv, auch von Dokumentationsmaterialien, von Filmen. Habe damals, ich weiß jetzt nicht mehr leider, wie das geht, das Wissenschaftliche Filminstitut in Göttingen. Davon habe ich sehr viel Materialien, habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Die haben natürlich sehr viel Materialien aus den 30er, 40er Jahren, besonders über Afrika gehabt. Und die sammle ich und die können manchmal bis zu 20 Jahre rumliegen. Und dann irgendwie wann, ich habe ein sehr gutes bildnerisches Gedächtnis, nicht für Menschen, aber für Film und Bilder, die ich gesammelt habe. Und irgendwie wann denke ich, da war doch mal so eine Szene. Und dann so weiß ich natürlich, weil ich nicht so gut organisiert bin, weiß ich nicht, wo die ist. Und dann muss ich stundenlang irgendwelche Materialien mehr angucken. Aber dann sind die Bilder eigentlich schon meine. Und da gibt es dann eigentlich wirklich wenig Unterschiede noch, wie ich die behandle. Also ich habe genauso viel quasi Liebe diesen fremden Bildern gegenüber wie meinen. Und dann geht es halt darum, inwieweit kann ich die Bilder reduzieren, dass sie wirklich noch für sich stehen. Du hast mal gesagt, du hast auch Video als Tool gewählt, weil du damit viele Menschen erreichen kannst. Ne? Ist das jetzt eigentlich... Habe ich das gesagt? Habe ich gelesen, ja. Ist das, das hat jemand behauptet. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Die Frage wäre jetzt, ob das jetzt weiß heute... Weiß ich nicht, ob ich das will. Nein. Das, entschuldige, dass ich das so abwürge. Das hört sich so unglaublich... Das hört sich ja an, als ob ich eine Sekte gründen wollte oder didaktisch wäre. Nein, ich habe wahrscheinlich gesagt, und es ist dann wahrscheinlich falsch zitiert worden oder interpretiert worden, ich habe gesagt, dass mich damals Video interessiert hat oder das Fernsehen, weil ich natürlich Leute... anders erreichen kann und woanders erreichen kann, als damals das Museum und die Galerie stand. Das hat sich natürlich heutzutage auch geändert. Früher ist ja in den 70er Jahren, ist ja keiner sozusagen oder nur sehr wenige in ein zeitgenössisches Museum oder Galerie gegangen. Das war ja eine ganz elitäre Angelegenheit. Heutzutage hat sich das natürlich total verändert, weil heutzutage kann man ja, ist ja sozusagen bildende Kunst sozusagen genauso populär wie Popmusik. Ja, und es gibt natürlich so viel Bildmaterial zu sehen im Netz oder so, dass ja, das ist ja auch vielleicht so eine Aufhebung schon quasi gibt, weil es zu viel da ist. Ne? Was du auch mal gesagt hast, ist, dass du Video benutzt hast, damit es kein Wand, also nicht zum Wandschmuck verkommt oder sowas, ne? Jetzt bist du mit deinen Arbeiten in Museen, wirst ausgestellt. Bist du jetzt eigentlich doch Teil des Systems geworden, wo du nicht hin wolltest? Ja, ich bin alt und will Geld. Nein, Quatsch. Nein, natürlich, das hat sich alles verändert. Das ist ganz klar. Und das Video hat sich natürlich auch verändert. Und das Video ist natürlich ein anderes geworden, in dem es...
natürlich sehr viel einfacher ist zum Aufbauen, in dem sehr viel populärer geworden ist. Damals bedeutete Video ja Skulptur, das heißt, das war dieser Riesen, ich sag das jetzt mal, das haben die meisten Leute, wissen es ja gar nicht mehr, das war ja Holz. Der Sony-Monitor und die Videogeräte bestanden, die waren holzverkleidet. Und das war eine Zeit, da kam man in die Wohnzimmer, da haben die Leute versucht, die Technik und die Stereoanlage mit Truhen zu verstecken, damit es überhaupt nicht die Wohnzimmerkultur störte. Heutzutage besteht ja ein Wohnzimmer nur aus Technik und nur aus Bildschirmen und Stereoanlagen und Möbel sind gar nicht mehr existent. Also das hat natürlich auch sozusagen die Rezeption von Film oder von Video ganz stark verändert. Das ist ganz klar. Museen haben sich verändert, Fernsehen hat sich verändert, wie ich schon gesagt habe. Ich habe das zu einer Zeit behauptet, wo ich natürlich eine große Illusion hatte. Und die Illusion musste ich natürlich zurückschrauben, weil das Fernsehen sich in eine andere Richtung entwickelt hat und die ganze Gesellschaft sich verändert hat in eine andere Richtung. Und dass die moderne Kunst jetzt so boomt, was Marktwert und Geld und Anlage betrifft, das hätte ich natürlich nie so voraussehen können. Das ist ganz klar. Du bist von Karlsruhe nach Köln gekommen, zur KM. Bist du da berufen worden? Da hast du freiwillig gewechselt. Jürgen nennt das hier, wir haben gerade mit Jürgen gesprochen, Nervenheilanstalt. Also warum bist du an die KM gegangen? Also was hast du hier gesucht? Und vielleicht naja, Karlsruhe war ja, also das war so, ich war an der Rijksakademie und dann war ich in Karlsruhe. Und dann hörte die Professur da auf, weil das Konzept von Herrn Klotz ja war, dass die Professuren nur 6 Jahre lang dauern und die waren dann vorbei. Und dann habe ich noch ein Jahr länger gemacht aufgrund von Herrn Belting, mit dem ich ein Seminar zum Thema Afrika und das Außereuropäische gemacht habe. Und dann bin ich nach Los Angeles gegangen und habe Paul McCartney vertreten an der UCLA und hatte quasi in Deutschland war joblos. Nein, stand auch gar nicht zur Debatte für mich so persönlich. Ich war eigentlich ganz happy mit Amerika. Und dann hat, glaube ich, Jürgen oder so, oder Zielinski, ich weiß es nicht mehr, dann gab es eben hier diese Stelle und haben mich gefragt und das fand ich reizvoll und habe dann sozusagen zugegriffen, wie man das sagt. Was ist denn der Unterschied von der KM zu diesen Schulen, wo du vorher als Professor tätig warst? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Ja, war es schon. Ich glaube schon, dass das ein großer Unterschied war. Also Karlsruhe war ja damals, also wie ich nach Karlsruhe kam, gab es Karlsruhe ja in dem Sinne noch gar nicht als Hochschule. Und das war ja alles ganz neu und das war sozusagen quasi die Aufbauphase. Das hat natürlich meine Zeit in Karlsruhe ganz stark geprägt, positiv wie negativ, würde ich sagen. Und UCLA ist eine Hochschule, die ganz anders funktioniert, dann hat man zwar auch Klassen, aber man hat es natürlich auch mit Leuten zu tun, die 15 sind und die noch nie was von Andy Warhol gehört haben, weil sie erstmal so reinschnuppern. Das fand ich problematisch. Also eigentlich war ich dann verhältnismäßig sehr schnell sehr happy, hier zu sein. Und das war ja auch eine neue Schule. Und dann hat mich halt von Anfang an, war es natürlich mal angenehm, es war Köln, das war sozusagen die Stadt, in der ich geboren bin, in der ich gelebt habe zu der Zeit. Was mich aber ganz stark geprägt hat an der KM, und das fand ich auch wirklich das interessante Konzept, dass es eben nicht nur Video und nicht nur bildende Kunst gab damals noch viel stärker, sondern dass ich sozusagen ganz stark auch die Verbindung zum Film finden konnte. In der Arbeit mit den Studenten, wie gehst du da um? Kann man überhaupt Kunst beibringen oder was kannst du den Studenten beibringen? Oder wie siehst du dieses Verhältnis zwischen Lehrenden und Schüler in dem Falle? Ja, das ist natürlich ein unterschiedliches. Das ist natürlich schulspezifisch. Das ist jetzt in Düsseldorf ein ganz anderes, als es hier an der KHM war. Düsseldorf ist natürlich ganz stark geprägt durch das Konzept der Klasse. Das hat natürlich was sehr viel familiäreres, obwohl ich interessanterweise eigentlich den sehr viel familiäreren Kontakt zu den Studenten an der KHM hatte, als ich den jetzt in Düsseldorf habe.
Und ich, wenn man das im Nachhinein sich ansieht, meine Arbeiten in den, also von vor 5, 6, 7, 8 Jahren ja auch ganz stark studentisch geprägt waren. Also wenn man das überlegt, wir haben zusammengearbeitet, Heike Mutter, die eine Studentin, die jetzt Professorin ist in Hamburg, hat viele Arbeiten von mir geschnitten. Frederik Walker hat hier Film studiert, der war Kameramann und so weiter. Also da gab es eine sehr starke, wirklich emotionale Bindung und auch arbeitsmäßige Bindung. Und die ist natürlich in Düsseldorf eine ganz andere, das ist ganz klar. Was ich den Studenten beibringe, das kann ich schlecht beantworten. Das müssten die eigentlich selbst beantworten. Ich kann sagen, dass ich nicht glaube, dass es einen Schlüssel gibt, wie man jemandem beibringt, guter Künstler zu werden. Ich kann halt nur meine eigenen Erfahrungen, die kann ich natürlich vermitteln und kann natürlich so gewisse Tricks oder so gewisse Dinge, die kann ich natürlich Leuten schon beibringen. Das ist aus meiner Erfahrung, ich meine, ich mache das ja jetzt schon seit fast 40 Jahren. Also. Wenn du jetzt so diese Spanne siehst, womit beschäftigen sich jetzt denn zum Beispiel die Studenten in Düsseldorf? Gibt es da so, gibt's dann so Wellenbewegungen von Themen, die immer, oder machen die nur noch Netzkunst, weil Video 80er ist oder so? Oder gibt es da so Tendenzen? Nein, sie machen halt verhältnismäßig wenig Netzkunst und sie machen auch verhältnismäßig wenig Video. Also ich merke so ein bisschen, dass doch innerhalb der Zeit, in der ich da bin, dass die Bewerbungen rein für Video, die aus Deutschland kommen, verhältnismäßig gering sind. Und ich glaube, dass sich doch da ganz stark das widerspiegelt, in einer Generation, die eben geprägt wurde von den letzten 5, 6 Jahren des Kunstmarkts. Und ich erzähle immer jetzt so gern die Geschichte. Ich war zweimal jetzt in New York wegen Ausstellung und habe mir da wirklich mal so ganz bewusst, würde mal sagen, an die 60 Galerien angesehen, sei es jetzt wirklich die großen Galerien bis Lower East Side, neue Galerien. Es gab eine einzige Galerie, Lauren Augustin, die einen Videokünstler gezeigt haben. Der Rest hat nur Malerei gezeigt. Mhm. Und das prägt natürlich auch die Generation, das ist ganz klar. Aber ich glaube auch, dass das auch andere Sachen, die geprägt sind. Ich glaube natürlich, dass eine gewisse Unsicherheit, zum Beispiel was das Netz betrifft und natürlich auch was die Vielfalt des ständigen Aufnehmens betrifft und diese Materialüberflutung, aber natürlich auch das rechte Problem, sehr viele Leute wirklich hemmt, mit dem Medium zu arbeiten. Eine letzte Frage noch. Du hast gesagt, dass dich Film gerade in den 70er Jahren auch sehr geprägt hat, auch sogar Fernsehfilm, weil es da vielleicht noch eine andere Qualität im Fernsehen gab als heute. Reizt es dich nicht, auch mal einen Film, so wie Steve McQueen, so einen 90-Minüter zu machen oder sowas? Also, dass du wirklich von der Installation weggeht und ein Kinoformat? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Das sage ich ganz schnell und ganz einfach. Nein, ich habe es ja versucht. Also, es gab ja die 80er. Nee, also ich habe ja ganz bewusst damals Video gewählt und eben nicht Film. Ich hätte ja Experimentalfilm machen können oder 16, alles Mögliche. Dann habe ich in den 80er Jahren, ich habe ja das kleine Fernsehspiel gemacht und was es damals alles gab und fand das schon ganz grässlich. Und weil ich gemerkt habe, dass dieser ganze Apparat mir ein bisschen zuwider ist, nicht weil ich ihn nicht achte, sondern weil ich das einfach sehr schlecht kann, persönlich. Und ich diese Idee des Drehbuchs erst dann Gelder finden, dann Leute suchen, die das mit einem machen, dann das abdrehen, dann wird geschnitten und so. Das kann ich nicht. Ich arbeite ganz einfach, ganz anders und vielleicht auch sehr viel einfacher. Bei mir passiert das wirklich ähnlich wie die Papiercollagen, wie ich das eben gesagt habe. Ich habe zwar auch immer ein Drehbuch im Kopf und eine Vorstellung und die ändert sich dann ganz bis zum Schluss total. Und da gibt es eben diese schöne Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem kleinen Fernsehspiel. Ich werde das nie vergessen. Ich glaube, das war damals eine Dreiviertelstunde lang und ich hatte einfach wahnsinnig viel Geld damals.
damals für die Verhältnisse, ich glaube, weiß gar nicht, wie groß der Etat war. Und dann habe ich gesagt, ich will da eine Szene drehen und will den besten Schauspieler. Und dann hat die erste Szene, der musste Kerzen ausblasen von einem Kronleuchter. Und ich glaube, die erste Szene hat schon 10.000 D-Mark gekostet. Und dann kam die Brigitte Kramer, die war damals die Redakteurin, und sagte, wie, das sind die, der, sie haben den besten Theaterschauspieler jetzt gehabt und der hat nur Kerzen ausgeblasen. Ja, sage ich, aber sehen Sie doch mal, wie der die Kerzen ausgeblasen hat. Und da gab es schon das erste Problem. Dann wurde die Arbeit nur 35 Minuten lang oder nur 25, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und da sagte die zu mir, ja, was machen wir denn jetzt mit der Rest der Sendezeit? Ja, sage ich, aber die Arbeit ist fertig. Ja, sagte, ich wollte aber Vorschnittabnahme machen. Wie sage ich Vorschnittabnahme? Für mich ist die Arbeit fertig, ich kann die jetzt nicht verlängern. Also wie sind wir dann da rausgekommen? Da musste ich eine andere Videoarbeit zur Verfügung stellen noch, die dann noch da dran gehangen wurde und auch gezeigt wurde. Und da habe ich sehr schnell dann nach meinem ersten Versuch schon gemerkt, Junge, lass es wieder besser bleiben, das ist nicht dein Metier. Danke dir, Marcel. Bitte. Das war sehr schön. Ja.